Hallo, mein Name ist Philipp und dies ist der dritte Teil der Lerneinheit Darstellung von Bewegungen. Als Voraussetzung dienen natürlich Teil 1 und 2 der Reihe. Dieses Video beschäftigt sich mit dem Auslesen und Interpretieren von Wegzeit- und Geschwindigkeitszeitdiagrammen. Ihr werdet am Ende solche Koordinatendarstellungen auswerten und nutzen können. Um euch das Vorgehen zu erklären, werden wir die idealisierte Bewegung einer Murmel in einer Murmelbahn betrachten. Diese durchläuft viele Etappen und zeigt so stark unterschiedliches Verhalten. Als erstes betrachten wir hierfür das Wegzeitdiagramm dieser Bewegung und versuchen den Verlauf der Murmelbahn zu rekonstruieren. Anschließend lesen wir das zugehörige Geschwindigkeitszeitdiagramm aus und überprüfen hierüber unsere erhaltenen Ergebnisse. Diese Interpretationen bedürfen in der Regel etwas Fantasie. Für das wissenschaftlich-physikalische Verständnis ist es jedoch unbedingt notwendig, derartige Diagramme auslesen und beurteilen zu können. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com